Erste Prinz Harry, Herzogin Meghan, tragischer Todesfall erschüttert den Palast. Traurige Neuigkeiten von den Royals. Ein tragischer Todesfall erschüttert das Königshaus. Daphne Dunn war Prinz Harrys größter Fan. "2015 traf sie den britischen Royal zum ersten Mal. Damals war er noch Soldat und einen Monat lang in der australischen Armee. Zwei Jahre später konnte sie ihr Idol in Sydney erneut in die Arme schließen. Stundenlang wartete die Seniorin in ihrem Rollstuhl im strömenden Regen auf ihn. Jetzt ist sie tot. Harry und Meghan sind in großer Trauer. Am vergangenen Sonntag starb Daphne in Australien an den Folgen. Einer Lungenentzündung, wie das australische Portal 7 News Sydney berichtet. Besonders tragisch, am Freitag feierte sie noch ihren 99. Geburtstag. Harry und Meghan ließen ihr zum Ehrentag sogar einen Brief zukommen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wichtigen und beeindruckenden Meilenstein. Bevor im kommenden Jahr die 100-Jahr-Feier ansteht, schrieben sie darin. Daphne hatte sich so auf den Nachwuchs von Harry und Meghan gefreut. Bei ihrem letzten Australien-Aufenthalt im Oktober 2018 soll die schwangere Meghan zu ihr gesagt haben, dass sie ihr gerne beim nächsten Besuch ihr Baby vorstellen will. Dazu wird es leider nicht kommen. Zweite Prinz Harry und Herzogin Meghan, hurra, das Baby! Ganz England jubelt. Es kann jeden Tag so weit sein. Prinz Harry 34 und seine Meghan 37 bekommen ihr erstes Kind. Und ganz England jubelt, hurra, das Baby. Die Kliniktasche mit den wichtigsten Utensilien und Kleidern ist gepackt. Die Ärzte sind in ständiger Bereitschaft, Prinz Harry und Herzogin Meghan fiebern. Wie das ganze englische Volk, der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Dem Zufall wird dabei nichts überlassen.
machen sich schon normale werdende Eltern tausende Gedanken um den großen Tag. So ist das bei den Royals natürlich noch viel aufwendiger und generalstabsmäßig geplant. Ein Zimmer im noblen Privatpatientenbereich Lindowing im St. Mary's Krankenhaus ist schon für Meghan reserviert. Die frühere Schauspielerin hat sich nun nämlich doch gegen eine Hausgeburt entschieden. Mit ihren 37 Jahren gilt die Herzogin als risikoschwanger. Daher will sie auf Nummer sicher gehen, verrät ein Palastangestellter laut Das Neue. Und die Chauffeure des royalen Fahrdienstes wurden angewiesen. Dass ab sofort rund um die Uhr ein Fahrer bereitstehen muss. Das Royal Baby könnte jeden Tag kommen. Eigentlich hatten Meghan und Harry ja gedacht, das Baby käme erst Ende April. Doch in den letzten Tagen glaubten sie mehrmals, die Wehen setzten ein. Einmal, so berichtet ein Palastmitarbeiter, kam sogar der Notarzt. Zum Glück falscher Alarm. Wenn das Baby nun tatsächlich kommt, was es wird, wissen Meghan und Harry nicht, erfährt es traditionell zuerst die Queen 92. Danach wird die Geburt vor dem Buckingham Palast verkündet. Für Meghan beginnt dann die schönste Zeit ihres Lebens. Als junge Mutter will sie 6 Monate keine Termine wahrnehmen. Und mit Harry ihr Babyglück in Frogmore Cottage bei Schloss Windsor genießen, wo sie im Mai einziehen. Dritte Prinz Harry und Herzogin Meghan, Hiobs Botschaft kurz vor der Geburt. Was für traurige Nachrichten von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Obwohl das Paar in knapp 4 Wochen sein erstes Baby erwartet, muss es nun einen schlimmen Schlag verkraften. Die Windsors sind im Babyfieber, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry ein Baby erwarten. Gibt es bei den Royals kaum ein anderes Thema mehr. Doch jetzt das Traurige. Prinz Harry und Prinz William im Streit?
Seit einigen Wochen machen immer neue Gerüchte die Runde. Dass zwischen Prinz Harry und Prinz William Eiszeit herrschen soll. Der Grund dafür, William soll des Öfteren Kritik an Meghan. Geäußert haben, was Harry überhaupt nicht gepasst haben soll. Geäußert haben sich die Brüder zu ihrem angeblichen Streit bis jetzt noch nicht. Die jüngsten News der Royals könnte das zerrüttete Verhältnis der beiden Brüder nun jedoch bestätigen. William lässt Harry im Stich. Obwohl Harry und William eigentlich immer als unzertrennlich galten. Wurde nun durch den Palast bekannt gegeben, dass William Ende April im Namen der Krone nach Neuseeland fliegt, um dort den Opfern des Terroranschlags vom Christchurch am 15. März zu gedenken. So heißt das via Social Media, der Herzog wird mit jenen Menschen zusammenkommen. Die von den Anschlägen betroffen waren und so auch das außergewöhnliche Mitgefühl. Und die Solidarität würdigen, die die Neuseeländer in den vergangenen Wochen gezeigt haben. William wird den Besuch im Namen von Queen Elisabeth II. und auf ausdrücklichen Wunsch der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern antreten. Ein Streit zwischen den beiden Brüdern ist somit als Reisegrund auszuschließen. Bleibt somit nur abzuwarten, ob William pünktlich zu der Geburt wieder in London zurück ist.